Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, hier bei Evoland 2 in Evoland Legendary Edition. Wir sind das letzte Mal in den Grimoire-Wald gegangen, um rauszufinden, warum uns der Finrost hier gefunden hat, bewusstlos, eventuell unser Gedächtnis wieder zu erlangen. Und ja, schauen wir mal, was uns denn hier noch so erwartet in diesem Wald. Oh, die liebe Fina wird hier angegriffen. Ah, Hilfe! Da wollen wir ihr doch gleich mal helfen. So, du noch? Okay, wunderbar. Normalerweise komme ich bestens alleine klar, aber wie der Zufall es so will, hasse ich Pilze. Danke für eure Hilfe jedenfalls. Ihr könnt euch wohl immer noch nicht an euren Namen erinnern. Was? Nein? Wie wär's, wenn ich einen für euch aussuche? Natürlich nur für so lange, wie ihr braucht, um euch wieder an alles zu erinnern. Okay, mal überlegen, wie könnte man euch wohl nennen? Kuro? Ja, von mir aus. Kuro, ein toller Name. Sagt Kuro, wie wär's, wenn ich euch zu der Stelle tief im Wald führe, an der mein Vater euch gefunden hat? Zum Glück habe ich da eine Kraft, die euch wirklich nützlich werden kann, dürfte. Und um ehrlich zu sein, will ich selbst in den Wald, um herauszufinden, wo auf einmal all die Monster herkommen. Also, gehen wir? Okay. Fina hat sich euch angeschlossen. A new friend bekommen wir da. Sehr süß. Okay, wie kann ich sie denn einsetzen, ist die Frage. Offenbar kann sie ja irgendwas. Ah, okay, das erklärt sie uns jetzt wohl. Jetzt, da wir ein Team sind, müssen wir auch zusammenarbeiten. Die dornigen Büsche dort zum Beispiel. Alleine werdet ihr sie nicht stutzen können, um den Weg frei zu machen. Aber mit meiner Hilfe und durch Konzentration solltet ihr es schaffen. Versucht es mit Konzentration, dann komme ich und helfe euch. Okay. Konzentration? Ah. Okidoki. Also der Knopf ist das, verstehe. Sie kann also die Dornen entfernen. Seht ihr? Nur gut, dass ich zur Stelle war. Aber jetzt bin ich ganz erledigt. Nachdem ihr mich gerufen habt, muss ich mich erst ein wenig ausruhen, bevor ich weitermachen kann. Fragt ruhig trotzdem. Ich helfe euch nämlich gern, Kuro. Okay. Das ist aber sehr lieb von dir. Dankeschön. Ein Speicherpunkt. Speicherpunkt. Das Spiel wird gespeichert, wenn ihr eine Zone betretet oder verlasst, einen aktivierten Speicherpunkt passiert oder bestimmte wichtige Ereignisse erlebt. Okay. So, dann haben wir jetzt hier das Spiel gespeichert. Sehr schön. Okay, also wenn ich die Angriffstaste quasi... Ui, Level up. Kuro hat Stufe 2 erreicht. Plus 2 Angriff, plus 1 Verteidigung und plus 3 Leben. Das ist doch sehr schön. Da levelt aber offenbar nur er, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Ich weiß gar nicht mal, was ich sagen wollte. Ich finde das aber interessant. Also wenn ich die Angriffstaste drücke, dann greift er normal an. Und wenn ich die Angriffstaste gedrückt halte, dann kann ich halt Konzentration einsetzen. Oh, verdammt. Ach Mensch. Nach unten angreifen fällt mir irgendwie nicht so leicht, muss ich sagen. Nach oben finde ich das einfacher. Nach unten ist es irgendwie schwieriger für mich. Oh, seid ihr denn? Komische, merkwürdige Eichhörnchen. Mit Nüssen auf dem Kopf. Oh. Und die werfen, oh, die werfen auch mit Nüssen. Da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein hier. Aber ich möchte natürlich gern alle Gegner besiegen. Oh. Wegen den XP und auch wegen dem Geld. So. Okay. Ja, wie gesagt, alle Gegner wegen Geld und XP. Ganz merkwürdige Eichhörnchen da. Aua! Was bist denn du? Okay, Steine können uns hier auch angreifen. Das ist ja interessant. Das ist ja sehr interessant. Okay, hier könnten wir mit ihr vorbei. Mein Herzchen. Ich denke mal, Gegner kann ich mit ihr bestimmt auch angreifen. Okay, hier geht's wohl weiter. Das mache ich gleich. Du bist kein... Nee. Dann will ich erstmal hier entlang. So...
Ah ja, und dann sterben die Gegner auch, wenn ich da diesen Angriff mache und da ist was in der Nähe. Was haben wir hier? Nochmal ein Stern? Nein, grüne Pampe. Pfui, ist die klebrig. Okay. Okay, wer weiß, wofür wir das noch brauchen. Haben wir denn jetzt endlich ein Inventar eigentlich? Ja. Altes Schwert. Ich will das auch angucken. Hoffen wir, dass es nicht gleich beim ersten Schlag zerbricht. Stern zum Sammeln. Ihr habt jetzt 2 von 30. Und grüne Pampe. Okay. Ich nehme mal an, das dritte werden die Karten sein. Das vierte weiß ich jetzt gerade nicht. Und das ist halt das Menü quasi. Ah ja, und sie ist wohl einer unserer permanenten Begleiter, wenn ich das richtig sehe. Mhm, interessant. Und wir haben schon wieder die Hälfte. Ah, hier, genau, hier werden jetzt auch die XP mal richtig angezeigt. Das hat mich ja beim letzten Spiel so ein klein bisschen gestört, dass man nicht sehen konnte, wie lange es noch bis zum nächsten Level-Up war. Hier sieht man das jetzt. Das finde ich ganz praktisch. So. Das. Aua. So. Erstmal den. Weil der gefährlicher ist. Hier komme ich nicht vorbei. Kann sie denn hier rüber? Sie kann da drüben Sachen kaputt machen, aber sonst nichts. Okay. Was ist das hier? Nix. Nee. Ich müsste vielleicht auch die richtige Taste drücken. Ich wollte nur gucken, nicht, dass das ein Stein ist, den ich angreifen muss. Wir haben es geschafft. Das ist der Ort, an dem euch mein Vater gefunden hat. Okay. Vorsicht! Ich sehe ein paar Dämonen bei der Lichtung. Was haben sie hier vor? Verstecken wir uns. Sie sehen alles andere als freundlich aus. Okay. Oje, oje. Was ist da denn los? Plum oder Plum? Plum, wahrscheinlich wegen der violetten Mütze oder bläulich-violetten Mütze. Also quasi Pflaume, ne? Das war's schon. Cherry, seid ihr sicher, dass das wirklich ein Margelit ist? Ah, und Cherry mit der roten Mütze. Professor Giros Schriftstück ist unmissverständlich. Wenn wir diesen Margeliten aktivieren, können wir gewaltige Mengen von Magie-Energie anzapfen. Es ist tatsächlich ein Margelit. Genau so einen habe ich vor vielen Jahren gesehen. Der war allerdings kaputt. Wir brauchen die Energie von diesem Margeliten um jeden Preis. Professor Giros Aufzeichnungen zufolge sollte die Energie des Waldwächters ausreichen, um ihn zu aktivieren. Der Hüter war lange inaktiv und ist bestimmt geschwächt. Ihn zu besiegen sollte also nicht das geringste Problem sein. Bald werde ich mich an den elenden Menschen rächen können. Bereitet euch auf die Beschwörung des Hüters vor. Oh nein! Kuro, das ist furchtbar. Wenn sie den Waldwächter aufwecken, greift er vielleicht mein Dorf an. Wir müssen etwas unternehmen. Glaubt ihr, wir sollten sie aufhalten? Ja, natürlich. Es ist riskant. Vielleicht sollten wir jemanden warnen. Aber dafür bleibt keine Zeit. Oh nein! Cherry und Plum, das finde ich irgendwie süß. Der Hüter. Er ist erwacht. Passt auf! Er ist stärker als erwartet. Soll sich das Ding noch bei der Zerstörung des Dorfes verausgaben. Wir kommen anschließend wieder und erledigen es. Jetzt gehen die einfach. Oh nein, Kuro. Wenn wir nichts unternehmen, wird er mein Dorf angreifen. Wir müssen ihn aufhalten, bevor es zu spät ist. Okay, das machen wir. Ich wusste doch, dass auf euch Verlass ist. Ich werde helfen. Unternehmt bloß nichts Unüberlegtes, okay? Okay. Okay. Okay, Vorsicht. Okay. Vorsicht, aua, okay. Autsch. Okay, ich sollte, wenn er so springt, von ihm weggehen am besten. So. Oh, scheiße. Weg. So. So, aua, scheiße. Ich bin gleich tot. Hilfe. Oh nein! Habe ich mich ja wieder super angestellt. Fortfahren. Oh, nochmal. Okay, ich muss aufpassen, dass ich diese Kugeln hier nicht fress. Oh. Und weg. So. Oh.
weg. Ja. Weg. Vorsicht. So. Okay. Autsch. Ah, verdammt, verdammt, verdammt. Schön, vorsichtig. Jetzt haben wir es geschafft. Okay, habe mich einfach zu oft treffen lassen beim ersten Mal. Naja. Okay. Geld. Und Level Up. Ach nee, das sind XP. Kann das sein? Das ist gar kein Geld. Hat Stufe 3 erreicht. Plus einen Angriff, plus einen Verteidigung und plus 2 Leben. Ja, das sind XP, glaube ich. Gar kein Geld, oder? Wartet mal, wie viel Geld haben wir? 152. Nee, ich glaube, wenn wir Geld kriegen, wird uns das richtig angezeigt. Okay, wir haben es geschafft. Was ist denn jetzt hier passiert? Der Magellit leuchtet. So habe ich ihn noch nie gesehen. Ist das etwa, wovon diese Dämonen sprachen? Ja, fass es halt noch an. Oh, hier steht etwas geschrieben. Lorem ipsum dolor sit amet. Oh oh. Wenn das nicht dumm war. Hm? Es leuchtet. Was zum Henker? Oh nein. Einmal mit der TARDIS fliegen? Wer Dr. Who kennt, dem wird dieser komische Tunnel auch bekannt vorkommen. Oh, wo sind wir denn jetzt? Was? Was zum Teufel war das? Ich fühle mich irgendwie anders, weniger detailliert. Was ist mit euch, Kuro? Ihr auch? Ja. Wo sind wir denn jetzt? Sieht ein bisschen aus wie der Grimoire-Wald, aber irgendwas ist anders hier. Vielleicht bilde ich mir das aber nur ein. Wie dem auch sei, die Dämonen gefährden mein Dorf. Wir müssen hin und alle warnen. Glaubt ihr, ihr findet den Weg wieder? Ja. Also gut, ich vertraue euch. Brechen wir auf. Okay, wir sind also weniger detailliert. Sehr interessant. So, erstmal speichern. Und ja, die Welt sieht auch weniger detailliert aus, wie man sieht. Hier kommen wir nicht rüber, aber vielleicht... Geht das... Ging das nicht so irgendwie? Nee, offenbar nicht mit dem Stein. Alles klar, dann war es anders. Aha, diese Büsche können wir kaputt machen. Wartet mal. Waren hier unten auch solche Büsche oder da irgendwo? Nein. Gut. So. Da komme ich hier so nicht hin. Wie komme ich denn an diese Kiste da hinten dran? Ah, der Weg ist wohl richtig. Weed Killer, okay. Okay, hier kann man die Steine ein bisschen besser erkennen. Die haben so ein ganz klein bisschen eine andere Farbe. Was haben wir denn hier? Ein Stern. Sehr schön. Ich glaube, wir haben noch keine einzige Karte gefunden, oder? Ich glaube nicht. Vorsicht. So. Ein Baum, den wir wegschlagen können. Wartet mal. Ja, so war das genau. Fein, fein. Und wieder einen Speicherpunkt mache ich gleich. Aua. Mensch. Da oben geht's nicht weiter. Nee. Und hier unten geht's auch... Geht's da noch irgendwo hin? Nein. Okay, ich glaube, wir sind schon fast wieder zurück im Dorf. Sieht ganz gut aus. So, ich muss mir mal angewöhnen, dass ich nicht immer so nah an die Gegner rangehe. So nah muss ich da gar nicht ran. Das Schwert hat schon eine gewisse Reichweite. Wartet mal, hier ist nur Geld, ne? Sonst ist hier nichts. Ja, hier geht's nicht vorbei. Auch nicht, wenn ich mit ihr... Nee, alles klar. Da
ist auch nichts weiter. Gut. Okay, ich glaube, dann gehen wir mal zurück ins Dorf. Ist das hier nicht gewesen direkt schon? Ach ne, hier war ja erst noch diese andere Wiese. Ah, hier kommen wir noch vorbei. Ist aber auch wieder nix. Okay. So. Ja, wenn das Geld ist, dann sieht das richtig wie Geld aus. Okay, das habe ich dann... Das habe ich dann wohl falsch gesehen. So, hier... Kommt sie nicht vorbei. So, also der muss ja ganz offensichtlich dahin. Aber hier kommen wir nicht lang. Und der müsste hier nach oben. Da ist noch so Zeug, was sie wegmachen kann. Dann gucken wir mal, wie komme ich denn da hin? Ja, wie komme ich da hin? Gute Frage. Wartet mal. Ah, vielleicht muss ich den Baumstamm gegen die Mauer rollen, dass der das kaputt machen kann. Ah ja. So. Da haben wir es doch. Sehr schön. Gut, jetzt sind wir hier. Und jetzt sind wir doch aber fast beim Dorf, oder? Und das hier, das sieht mir doch aus. Das ist nämlich so eine Sache. Das könnte jetzt so eine Wand sein, wo man sprengen kann, obwohl man nicht sieht, dass man sprengen kann. Da hatte ich es heute erst mit Markus drüber. Dass es sowas eben in Zelda ja öfter mal auch gibt, also in verschiedenen Zelda-Spielen, dass man so Wände hat, die man sprengen kann, auch wenn man nicht sieht, dass man die sprengen kann. Und weil ich eben in dem einen, in den Noriaminen war das, genau, wo ich nach den versteckten Truhen gesucht habe, habe ich viele, viele Wände gesprengt, die nicht markiert waren als sprengbare Wände. Einfach aus dem Grund, weil es ja eben sein kann, dass so eine Wand trotzdem mal sprengbar ist. Und da waren ja einige Truhen hinter Wänden, durch die man einfach durchlaufen konnte. Aber das habe ich zu dem Zeitpunkt halt noch nicht gewusst, ne? Naja, ich habe halt einfach rumprobiert. So, Kurat Stufe 4 erreicht. 1 auf Angriff, 2 auf Verteidigung, 4 auf Leben. Sehr schön. Gut. Hier geht es dann ins Dorf, denke ich mal. Ich wollte nur gerade noch gucken, ob hier noch irgendwo was war, ob ich noch was übersehen habe. Ich glaube aber nicht, ne? Nee, alles klar. Dann können wir los. Hier könnte zum Beispiel auch was sein. Ist auch so eine komische, markante Stelle. Aber ja, das sind so... Naja. Ja, okay. Also der... Ja, das sieht alles sehr merkwürdig aus. Gucken wir mal. Wo ist das Dorf geblieben? Lichtung steht hier. Hm. Ach. Ich drücke mal die falsche Taste. Geh gleich über die Brücke. Ich will nur erstmal auf der Seite vom Fluss gucken. Das da sieht interessant aus. Das sieht immer aus, als ob man da irgendwie angeln könnte oder als ob man da irgendwie später drüber kommen würde. Wenn, wenn man vielleicht andere Fähigkeiten oder sowas hat, dass man da dann drüber kommen kann. Über diese Stellen. Oh. Lass mich echt sehr oft treffen. Hier, wisst ihr, das hier meine ich. Vielleicht gibt es da später eine Möglichkeit, dass wir da rüberlaufen. Da ist nämlich auch eine Truhe. Also ich denke mal, das ist sehr wahrscheinlich, dass das so kommt. So. Hier sind noch ein paar Gegner. Aber sonst sehe ich jetzt ja auch erstmal nichts so weiter. Eine Truhe noch, sehr schön. Ach Mensch. Muss echt aufpassen. Eine Truhe mit einem Stern. Wunderbar. Ja, das Kartenspiel scheint hier ein bisschen später zu kommen, wie es aussieht. Denn wir haben bis jetzt, wie gesagt, noch nicht eine einzige Karte gefunden. Hm. Wird schon noch kommen, wird schon noch kommen. So, hier oben habe ich alles getötet, oder? Da war auch nichts weiter, wo ich hingehen konnte. Nee.
Also gut, dann hier mal über die Brücke. Was? Panik? Mein Dorf, wo ist es? Mein Vater! Meine Freunde! Sie sind alle verschwunden! Wir müssen einen kühlen Kopf bewahren. Es muss eine logische Erklärung geben. Mein Papa hat immer gesagt, für alles gibt es eine logische Erklärung. Ich hoffe, sie hat recht. Meine Vater, sie hat recht. Ach, die Übersetzung wieder. Ich hoffe, er hat recht. Es ist ganz so, als wäre mein Dorf nie da gewesen. Kuro, habt ihr eine Ahnung, was da passiert ist? Nein. Das muss mit unserem Kampf gegen den Hüter zusammenhängen. Vielleicht haben sie in den Bergen Schutz gesucht. Lass uns dorthin aufbrechen. Ich bin mir sicher, dass es allen gut geht. Okay. In die Berge. Da müssen wir wahrscheinlich dann hier raus, ne? Oh, guck mal, da ist der Angler. Aber irgendwie sehr viel jünger. Oder ist es der Holzfäller? Und der ist da geblieben? Komisch. Ich rede mal mit ihm. Na, sieh mal einer an, wir bekommen hier nur äußerst selten Besuch. Ihr seid wohl auf der Flucht vor dem Krieg, was? Nein. Nun, dann lauft ihr wohl vor etwas anderem davon. Ihr habt nichts mehr zu befürchten. Hier sind wir fernab von dem ganzen Chaos. Jedenfalls bin ich deswegen hier geblieben. Sonderbar, erinnert mich irgendwie an meinen Vater. Jedenfalls stammt er nicht aus meinem Dorf. Und scheinbar weiß er auch nicht, warum es verschwunden ist. Psst, Kuro, lasst euch von ihm nichts erzählen. Der Krieg ist schon lange zu Ende. Ich habe eher den Eindruck, dass er nicht mehr alle Tassen im Schrank hat. Kann ich nochmal mit ihm reden? Da sieh mal einer an. Wir bekommen hier nur äußerst selten Besuch. Was ist, wenn ich ja sage? Ihr habt nichts mehr zu befürchten. Hier ist, okay. Sonderbar, bla bla bla. Okay, doch. Das haben wir... Okay, der kann uns also auch nicht helfen. Wer ist denn das? Sie erinnert sie an ihren Vater. Hier kann ich nicht rein. Tja, und hier ist die Holzfäller-Axt. Ganz merkwürdig. Wo sind wir nur gelandet? Und sie reden von Krieg? Sehr, sehr kurios, Freunde. Sehr kurios. Komme ich hier entlang? Nein. Dann gehen wir mal hier raus. Und in Richtung Berge. Ich will nur mal gucken, was hier unten noch so ist. Da komme ich nicht weiter. Okay. Okay, er bewegt sich sehr langsam über die Overworld. Nehmen wir mal an, hier ist nichts irgendwie. Nee, wir müssen hier rein. Graubeerpass. Oh Gott, ich erinnere mich daran. Das war gar nicht so einfach, Leute. So. Auf jeden Fall sollte man immer aufpassen, dass man nicht mit mehreren von diesen Bären zu tun bekommt. Oh, ouch. Die sind nämlich ziemlich gemein, wenn die einen treffen. Oh. Oh, scheiße. Und diese blöden Spinnen, die nerven auch so ein klein bisschen. So, hier kommen wir nirgendwo anders hin als in diese Richtung. Okay, dann kommen wir hier hin. Vorsicht. So. Dann können wir nur noch da entlang. Oh, auch. Hä? Ah! Wie gesagt, nach unten schlagen ist nicht so mein Fall. Okay, jetzt. Wo sind wir rausgekommen? Da? Das war dumm. So. Und dann so. Ja. Erstmal den Bären. Vorsicht. So, hier ist ein Hebel. Ah, wartet. Wartet mal. Ich mach das gleich. Ich mache jetzt mal hier die Gegner kaputt.
So. Ich glaube, mit diesem Hebel, da muss ich mit ihr dagegen schlagen. Ja. Und dann geht da die Tür auf, genau. Okay. Sehr gut. Dann hier entlang. Wir haben gleich wieder ein Level-Up, Leute. So. Bären, oje. Immer schön einer nach dem anderen, bitte. So. Gut. Ich hatte die Bären irgendwie sehr viel schwerer in Erinnerung. Hier haben wir jetzt zwei Eingänge. Ich gehe erstmal da entlang. Da kommen wir hier hin. Oha. Level up. Sehr schön. Okay. Stufe 5 plus 2 Angriff plus 2 Verteidigung plus 1 Leben. Mann. Warte mal, hier komme ich so nicht weiter. Okay, da muss ich wohl erstmal hier rüber. Die Gegner bleiben aber weg, das ist schon mal ganz gut. Oh, shit. So. So, jetzt den Schalter drücken, da passiert was. Was ist da jetzt passiert? Kann ich hier diese Blöcke verschieben? Nee. Hm. Ah, wartet mal. Vielleicht. Nee. Ich kann sie ja auch nicht durchwuscheln, ne? Ah, doch. Oh, okay. Und dann geht da noch ein Eingang auf. Alles klar. Hä, war der andere Ausgang? Wartet mal, war der andere da oben schon da vorher? Ja. Der ist jetzt aufgegangen, ne? Ja. Oh. So was Gemeines. So. Na. Mistviecher. So, den... Also durch die Wand ging ja nicht, habe ich ja probiert, ne? Ah doch, geht auch. So, und dann noch diesen da. Mal kurz warten. So. Dann kann ich den Durchgang benutzen oder diesen. Ah, hier komme ich... Au, zur Spinne. Mensch. Ja gut, das hätte ich jetzt dann von der Seite auch machen können. Dann hier lang. Ah, hier ist ein Speicherpunkt. Das passt ja perfekt, Freunde. Dann würde ich sagen, werde ich hier mal einen Schnitt setzen, weil das hier gerade gut mit den, mit der Zeit auch passt. Wir haben noch circa 2 Minuten. Speichere ich hier ab. Wenn es euch gefallen hat, meine lieben Freunde, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da oder auch ein Abo. Gerne auch den ein oder anderen Kommentar und seid bei der nächsten Folge wieder mit dabei hier bei Evoland 2 in der Evoland Legendary Edition. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bis dahin und tschüss!